Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei PUBG und es ist wieder Zeit für ein riesengeiles Update. Oh, ich habe vergessen, Reshade anzumachen. So sieht das ganze Spiel natürlich viel schöner aus. Strahlender blauer Himmel. Wir fliegen über die Insel, suchen uns mal ein wunderschönes Ziel, wo wir runterkommen. Und zwar, das Update wurde angekündigt mit einem Bild auf der Seite. Ich blende euch das mal ein. Und ich habe diesen Ort leider noch nicht gefunden. Es wäre mal interessant, wenn ihr diesen Ort schon gefunden habt, dann sagt mir doch gerne Bescheid, wo dieser Ort hier ist auf der Karte. Denn den würde ich gerne auch mal besuchen. Und ich will mit euch ein paar neue Updates-News durchquatschen. Denn es hat sich einiges getan. Das Ganze ist jetzt aber gerade noch auf dem Test-Server hier unterwegs. Und wir spielen auch einen asiatischen Server. Deshalb nicht wundern, wenn hier ein paar Lags, ein paar Drops sind, ein bisschen rumgeglitsche ist. Das gehört vorher dazu. Darum geht es nicht, sondern ich will euch erzählen, was gibt's alles Neues. Und als allererstes auf dem Flug nach unten, was gibt's Neues? Keine Waffen. Tadim. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit zu climben. Das heißt, wir können jetzt endlich über Mauerreste rüberspringen. Mega geiles Feature, werde ich auch gleich zeigen. Ich versuche euch in der Runde so viel wie möglich zu zeigen, was es so alles gibt, so lange wie möglich zu überleben. Und na, natürlich wollt ihr alle hier hin. Okay, dann müssen wir uns jetzt erstmal hier Eier beweisen und knall durchziehen, kurz konzentrieren. Wenn ich hier den ersten Ansturm geschafft habe und mich irgendwie verstecken behaupten kann, können wir dann auch anfangen, darüber zu erzählen, was es hier alles neu gibt. Unter anderem, was es aber auf jeden Fall neu gibt, ist, dass wir eine Waffe haben. Nee, Quatsch. Aber wir haben eine Waffe. Schon mal Ast rein. Ja. Ihr könnt in den Einstellungen jetzt unter dem Spielgeschehen, seht ihr schon, ich weiß nicht seit wann man das kann, mir ist es jetzt aufgefallen, das Fahnenkreuz ändern von der Farbe. Bedeutet, wir haben jetzt ein rotes Fahnenkreuz. Das ist schon mega geil. Es wurde. Die Waffen wurden alle. Lol. Die Waffen wurden jetzt alle angepasst, ja. Also. Die machen jetzt unterschiedlich Damage. Bullet Drop wurde angepasst. Das bedeutet, man hat nicht nur eine Flugbahn mehr, die praktisch vorinstalliert ist, sondern man hat verschiedene Bullet Drops, je nachdem, welche Waffe das ist und über welche Distanz du schießt. Da wir gerade einen Red Dot haben, ihr seht den Red Dot mit dem Strich, das ist noch ein Grafikfehler. Aber wir können es ausschalten und wir können es einschalten. Ihr seht, wie hell das leuchtet. Wir machen mal so ein, dass es leicht leuchtet. Hat den Vorteil, dass wir natürlich bei der hellen Umgebung draußen das eindeutig besser sehen können. Und wenn natürlich es dämmert oder Nacht wird, ja, was es ja hier auch gibt, dann können wir das weiter ausschalten. Also der Nacken war damals vom Helm nicht geschützt. Jetzt schützt der Helm auch den Nacken. Jedoch kriegt ihr, wenn ihr Nacken schießt, 25% eines Kopftreffers gut geschrieben, wenn ihr den Nacken trifft und derjenige hat einen Helm auf. Dann ist, wie gesagt, der komplette Bullet Drop angepasst worden. Dies bedeutet im Genauen, dass unterschiedliche Waffen unterschiedlichsten Bullet Drop haben. Und dementsprechend nicht mehr ganz so einfach zu spielen sind. Jedoch sind jetzt alle Waffen bis auf 300 Meter spielbar. Das war vorher auch nicht so. Da gab es früher extreme Unterschiede, dass zum Beispiel MPs. Boah, ich finde das so geil. Und es sieht auch unterschiedlich aus. Also ihr seht, er springt mal so rüber. Wenn es höher ist, klettert er so rüber. Also es ist schon cool gemacht. Gibt so zwei Animationen. Man kann natürlich jetzt so auch total easy durch Fenster und so weiter durch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier hoch und ziehen weiter. Ich hätte natürlich jetzt gerne ein Auto bewegt, um mal zu gucken, ob die sich wirklich realistischer fahren.
wie weit sie das umgesetzt haben mit den realistischen Fahren. Ausstattungstechnisch sind wir schlecht. Gerade. Echt schlecht. Hätte gerne einen Kill gehabt. Wir können aber weiter darauf eingehen, denn hat sich jetzt geändert, dass die Scopes das 8-fach und 15-fach, glaube ich, ist jetzt nur noch ein Scope. Das bedeutet, ihr könnt nicht mehr zwei verschiedene finden, sondern ihr findet das 8-fache, könnt mit dem Mausrad drehen und dann auf 15-fach hochzoomen. Das ist auch neu. Das Ganze wird sich natürlich auf dem Testserver jetzt erstmal ausprobieren müssen, wie gut das Ganze funktioniert und beweisen müssen. Und dann, wenn wir das vielleicht irgendwann auf den richtigen Ingame... Oh, Zaunanimation, sehr sick. Ich hätte ja nicht gern Rucksack. Aber bevor wir jetzt gleich verrecken, will ich euch auf jeden Fall noch ein paar Informationen sagen. Und zwar, jetzt klatsche ich ein paar Informationen raus. Also, es wurde gemacht, die Projektile wurden geändert, wie doll sie effektiv sind und wie doll sie droppen. Von jeder Waffe unterschiedlich, über Distanzen drüber hinweg hinaus. Dann, das Scope wurde geändert, weil ich das Hinterwürfe von 8 auf 15-fach, mithilfe der Zoom, mithilfe des Mausrad kannst du das stellen. Red Dead Holo und Zweifachvisiere habe ich euch gesehen, könnt ihr in der Helligkeit variieren, das habt ihr auch gesehen. Denn mit den Nackentreffern habe ich erzählt, Damage to Chest Area, also praktisch umso, wenn ihr auf die Füße trifft, ja, umso näher ihr praktisch an die Rüstung kommt, umso weniger Damage kriegt ihr wirklich auf das Leben abgedrückt, sondern geht in die Rüstung, umso näher ihr an die Brustplatte zum Beispiel ranschießt. Der Multiplikator von den Waffen ist gemacht worden. Wenn ihr getroffen werdet, wird berechnet die Distanz zwischen euch und dem Gegner, den Schaden, den eure Waffe macht in dem jetzigen Zustand, ob mit Schalldämpfer oder nicht, und dennoch, wo ihr trifft, wird in Echtzeit berechnet und kriegt eine Hitbox, also das Schadensmodell ist komplett überarbeitet, ist viel geiler. Dann, oh Jungs, Alter, jetzt zuhören, wird richtig geil. So, dann haben wir gemacht, dass die Fahrzeuge, das UAZ-Modell wurde verändert von den Number of Seats, also die Sitzbelegung wurde geändert. Wir haben das Eye-Screen, also ihr seht ja bei mir auch in der Killcam, dass die Waffen jetzt abgebildet sind, nicht mehr in Schrift, sondern man sieht einfach wie bei Counter-Strike-Like, mit welcher Waffe man gekillt wurde oder wie, ist einfach viel einfacher zu sehen. Dann haben wir das, Nicken haben wir, das haben wir, dann haben wir, dass die Waffen alle, habe ich euch erzählt, und dass die Trefferbelastung, achso, und für die ganzen performance-schwachen Leute, falls ich es gerade noch nicht erzählt habe, in meiner Rage, das ganze Spiel kommt mit weniger RAM aus, das bedeutet, das Spiel ist nicht mehr so RAM-lastig, und für die ganzen Leute, die Server- bzw. Performance-Probleme hatten in diesem Spiel, haben jetzt Riesenvorteile, da der PC nicht mehr so viel ackern muss. Und wir sind jetzt in der Red Zone. Und ich gehe nochmal schnell raus und werde das Haus wechseln. Weil ich würde gern lieber in der Red Zone in so einem Haus sein. Vielleicht finden wir hier was. Und wir gehen nochmal schnell ins nächste Haus und sind relativ gut ausgestattet. Ich habe euch jetzt ein paar Informationen reingekloppt. Und dann spielen wir einfach mal eine knackige Runde hier noch zu Ende. Schauen wir mal, wie weit wir noch in den Puff hier kommen. Und da wird nämlich schon richtig geschossen, war so klar. Wir haben einfach keine... Ja, wie soll ich sagen? Wir können uns nichts erlauben. Da hinten läuft einer. Oder fährt, was auch immer. Ist auf jeden Fall weg. Wir können uns halt einfach nichts erlauben. Wir haben keine Munition, Überfluss. Da ist ein Dorf hinter dem Berg. Da wird jetzt so richtig Kassala los sein, weil nämlich auch... Das ist nämlich Mitte von der Zone, wo sie... Momentan Zonenmitte. Dementsprechend werden da richtig viele hingehen, um einfach zu sagen, so könnte ich einen guten Außenhaltspunkt zu haben und vielleicht in der Zone beim nächsten Ding schon drin zu liegen. Pushing Kiesel. Ja, da scheppert schon. Das ist halt da, was ist eine Schule, ne? Ja. Schule, Rotzack. Oben auf dem Berg. Mini. Und ich habe eine Ska, ja gut. Ich habe auch eine gute Ska. Mit Schalldämpfer, was wirklich gut ist, ja. Diesen Vorteil, dass wir den Schalldämpfer haben, dass wir Silence sind, müssen wir uns halt auch unbedingt bewahren. Deswegen spiele ich so Silence. Weil wenn wir einmal offen sind, dann bringt uns der ganze Silencer nichts mehr.
Und dementsprechend heißt das wirklich warten und als Letzter in die Zone reinkommen und versuchen, so weit wie möglich zu überleben. Wir haben noch keinen Kill gemacht. Einen haben wir getötet. Wir sind 18. Ja, zu dem Thema, dass das Midgame total eingeschlafen ist. Überleg mal, wie lange wir hier waren und wir haben hier keine Menschenseele gesehen. Oh. Luis wurde geheadshottet mit der Kark. Viele sagen ja die Kark. Das heißt auch nicht der Kark oder das Kark. Die Kark wäre schon richtig, aber eigentlich heißt es ja mit der Kark. Und dementsprechend wäre der wieder richtig. War jetzt ein bisschen so lektürischer Einfall so. Ciao. Haust du rein? What? What? Alter, von wo? Ich hab so Schiss. Schaffen wir nicht. Aber ich wollte mal ein bisschen was machen, ne? Scheiße, ich hab nicht bekommen. Bin nicht bekommen, aber ich hab gut ausgeteilt. Absolute Munitionsknappheit. Ich hoffe, dass er seine Position jetzt verändert. Aufgrund der Tatsache, dass es dort laut war und er nicht die komplette Munition mitnehmen konnte. Ich schaffe mir jetzt ein Schmerzmittel rein. Und Energy. Freunde. Jo, das war's. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir konnten nicht mehr so viel machen. Ich wollte mal gucken hier. Rang 7, ein Kill. Aber es wird auch nicht um die Runde an sich gehen. Aber ihr habt gesehen, Rang 7 sind wir geworden. Ja, es war einfach nichts los. Sollte alles allein um das Update gehen. Ich hoffe, euch hat das ganze Update-Video gefallen. Ihr habt coole Informationen bekommen. Freut euch, wie gesagt, aufs Endgame, wenn das alles etabliert wird, beziehungsweise wenn jetzt alles eingefügt wird. Weil dann läuft das alles ein bisschen stabiler. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder beim neuen Video. Also vielen Dank fürs Einschalten, ne? Und wir sehen uns. Bis dann.